Schaut euch meine Maus an. Damit hat mich das Spiel einfach überzeugt. Ach, wie süß. Monroes Mutter war immer besser darin, Dinge anzufangen, als zu vollenden. Als sie starb, hinterließ sie über 300 Leinwände. Keine davon vollendet. Oh. Monroe, der sich auch ziemlich unvollendet vorkam. Das Waisenhaus erlaubte ihm, nur ein Bild zu behalten. Und er wählte den unvollendeten Schwan, das Lieblingsbild seiner Mutter. Nachts merkte er, dass der Schwan verschwunden war. Also nahm er den silbernen Pinsel seiner Mutter und folgte den Spuren zu einer Tür, die er nie zuvor gesehen hatte. Wie cool. Oh mein Gott. Ich find's richtig süß. Oh mein Gott. Ach so. Ich kann... Ich kann Farbe schießen und so meine Welt erkunden. Okay, also wir haben scheinbar nur hier diesen Spalt. Der Raum ist nicht allzu groß. Oh Gott, ich find's richtig gut. Gehen wir mal durch die Tür. Oh, muss ich die ganz anmalen? So, jetzt. Tür. Okay. Also hier sind manchmal so Linien, so Boxen, aber ich glaube, das ist eher nicht so gewollt vom Spiel. Vielleicht gibt es einen anderen Gang. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh ja, ich glaube, wir müssen hier weiter. Wie cool. Hier ist ein... Hier war was. Ich weiß nicht, was es war. Es sah aus wie eine Maske. Versuche es nur so anzuspritzen. Hier ist eine Bank und ein Fass. Okay, es geht sehr weit. Alles klar, Bank. Bin ich draußen? Das sieht aus wie ein Wald. Das ist ein Wald. Hilfe. Das ist schon ein bisschen gruselig. Was ist, wenn ich jetzt hier ein Monster treffe? Da ist was Gelbes. Wir versuchen, zu dem Gelben zu kommen, aber nicht zu sterben, weil irgendwie habe ich die Vermutung, dass es hier auch echt wehtun kann, wenn man irgendwas... Oh. Trifft. Ich höre Quaken. Ja, und so schnell... Oh, da sind Stacheln. Und so schnell kann man sich verletzen. Wir sind wahrscheinlich am Rand eines Sees. Hier ist zumindest Schilf. Aber ich will trotzdem zu dem Gelben. Das sind Spuren von dem Schwan. Die werden auch niemals verschwinden. Hm. Ich habe nur echt Angst vor diesen Stacheln. Wie groß ist der Frosch, bitteschön? Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten echt aufpassen, wo wir hinlaufen. Meine Farbkugeln im Wasser hinterlassen auch gar keine Flecken. Das Ding war noch größer. Ja, vor allem, was war das für ein Ding? Ich will da zu diesen gelben Spuren. Gut. Hier ist auch noch ein Stein. Das könnte echt ein nettes Jump'n'Run werden. Ein Traum für jeden Paintball-Spieler. Irgendwie schon. Hier ist auch noch mal ein Steinchen. Was ist eigentlich hier?
ist nur Wasser um mich rum. Oh, das ist wie im Nebel. Über eine Wasseroberfläche zu springen. Das ist schon sehr, sehr gruselig. Okay. Es wäre schöner, wenn es etwas unheimlicher wäre. Also die Farben genau umgedreht. Ist es euch zu hell? Ich muss sagen, es hat was. Weil Leinwände sind ja meistens weiß. Und ich glaube, aus dem Grund sind wir die Farbe. Auch wenn schwarz jetzt natürlich keine Farbe ist, sondern ein Kontrast. Ja, ja, ich weiß. Aber, das ist halt die Leinwand, auf der wir unsere Geschichte malen. Okay, wir haben jetzt die Wahl. Rechts oder links? Die Treppe hochzugehen. Ich gehe mal links. Das ist was Goldenes. Und so öffnet man ein Tor. Oh mein Gott. Es ist wirklich... Oh, es ist ein Brunnen. Voll cool. Ich finde das so schön. Aber wie komme ich da hoch? Das ist ein König. Sieht jetzt echt gruselig aus, jetzt ohne Details. Ich male ihn einfach mal komplett an. Vielleicht kriege ich ja dafür was. Oh, so schön. Da, das ist auch was. Aber hier ist ein Gitter. Wo bin ich jetzt gelandet? Da sind ein paar Kisten. Es ist so witzig, so Sachen hier erahnen zu können. Und eine Leiter. Führt die Leiter noch irgendwo hin? Nein. Och, ein Zaun. Und noch ein Zaun. Ist das ein Fenster? Ich kann da... Hm? Was ist das denn? Meine Kugeln bouncen weg. Okay. Habe ich auch noch nie gesehen. Hi. Huhn. Das war ein Huhn. Ich glaube, wir sehen im Moment die Kunstwerke von unserer Mom und können sie vervollständigen. Oh. Was ist das denn? Hält er eine Keule in der Hand? Ich glaube, das ist der Ring. Und er hat irgendwie so eine Art Hühnerschenkel in der Hand. Ein Schweinchen. Was ist hier? Weiß nicht, was das ist. Eine Fahne. Das ist, glaube ich, Speck auf einer Gabel. Irgendwie. Ach, keine Ahnung. Hier können wir runter. Hat ihr das gehört? Ich glaube, da lebt wieder irgendwas. Irgendwas, was uns wehtun möchte. Oh, ein wunderschöner Pegasus. Voll schön. Was ist das? Oh, da wird wieder... Also das Spiel ist sehr... Hey, hier hast du was Schönes. Und hier hast du das Essen dazu. Das hat schon irgendwie was. Dieses Schwarz-Weiße hier. Ein roter Luftballon, wie in dem Film Ease. Ja, der Horror ist auf jeden Fall da. Oh, es ist ein Hippo. Oh, wie süß. Gut gemacht, mit Ballons kannst du im Spielzeugmenü irgendwas kaufen. D. Das ist ein D. Okay. Alles sicher.
Der König war jung, arrogant und sehr talentiert. Er war überzeugt, dass keine Farbe der Welt gut genug für seinen Garten sei. Wie cool! Also ließ er ihn weiß. Während er über neue Farben nachsann, ließen sich Siedler an seinem Königreich nieder. Das führte bald zu größeren Problemen. Oh mein Gott! Können wir hier Teile von Geschichten finden? Was eine süße Idee. Oh Gott. Oh Gott. Es ist so verdammt cute. Ich liebe dieses Spiel. Hier ist schon was schwarz. Kann das nicht noch schwärzer machen? Hey! Hey! Bin ich denn jetzt gelandet? Weiß nicht, wo ich bin. Aber ich weiß, dass ich dem Schwan folgen möchte. Hey, warte. Schwan? Teil 2, der Wachturm. Hier ist wieder dieses Königssymbol. Und ich glaube, wir müssen in jedem Kapitel eine Geschichte finden. Dieser Fleck sieht ein bisschen aus wie ein Bunny, findet ihr nicht? Hier so eine Foto, da so eine Foto, da so die Augen, die Nase und so ein Ohr. Ich bin ein Künstler. Nein! Was ist, wenn ich zurück will? Manchmal gibt es keinen Weg zurück. Dann muss man einfach weiter nach vorne gehen. Grau? Hey! Ein Hundi! Hier ist es kein Hundi. Die Untertanen des Königs hatten genug von Weiß. Sie wollten nicht mehr stolpern, sich stoßen oder verirren. Sie begannen, alles anzumalen und das makellose Design des Königs zu ruinieren. Oh nein. Daraufhin verbot der König alle nicht magischen Pinsel und versprach, innerhalb eines Monats Schatten im Königreich zu malen. Ich verstehe. Und deswegen haben wir jetzt hier Schatten. Man kann immer noch stolpern. Hier liegen immer am Rand noch irgendwelche Sachen. Oh, ich habe eine riesengroße Leinwand. Versuch was zu malen. Das ist das hässlichste Herz aller Zeiten. Tut mir leid. Oh. Oh. Also ich kann immer noch Sachen schmutzig machen. Oh, da ist das Ding. Wow, du sagst es. Wo schwimmt er denn hin? Sogar mehr als nur eine Farbe. Guck mal, wir haben so blaue Töne. So graue Töne haben wir. Hier sind auch verschiedene Grautöne. Oh, es kommt nach und nach Farbe in das Spiel. Einfach nur schön. Alles einfach. Das erste Schloss. Sieht aus wie so eine Eisfläche. Ich glaube, es ist Wasser. Es bewegt sich. Es ist definitiv Wasser. Dann sind wir jetzt beim Schloss angelangt. Netter Burggraben. Wir gehen mal hier nach oben. Ein Zimmer voll mit Kunstwerken. Und Türen fallen wieder ins Schloss. Es sind ganz viele Pinsel. Da sind auch so Labyrinthe. Das ist jetzt nicht das schwierigste Labyrinth, aber immerhin. Und eine Leiter. Was ist das denn? Oh, das ist das fliegende Pegasus, nur in viel, viel kleiner. Geh mal kurz hier nach oben. Leid, ich habe schmutzig gemacht. Das ist das Schloss. Da ist die Figur am Anfang. Ach, ich komme nicht so gut dran. Das ist die Figur mit der Krone. Hier sind wir reingegangen und dann war hier die Figur mit der Krone.
Und da war die Kunstausstellung und das erkennt man jetzt fast nicht mehr. Naja, wir gehen mal weiter. Oh, habt ihr euch den Weg in dem Labyrinth gemerkt? Wenn nicht, könnte es jetzt ein bisschen kompliziert werden. Puh. Ist schon ein bisschen größer. Ja. Da ist Orange. Das ist der Schwan. Entschuldigung. Schwan. Ich wollte nur deinen Hals malen. Tut mir leid. Ich laufe mal zu diesem Pinsel. Oh. Gar nicht so leicht. Da will ich hin. Wenigstens wissen wir schon, wo wir waren. Das ist in Labyrinthen auch sehr hilfreich. Der genug zu trinken dabei hat. Naja, wir kommen nicht mehr zurück, um zu gucken, wie es aussieht. Da! Die. Das Labyrinth sollte schön sein. Und das war es. Es sollte nicht praktisch sein. Und das war es nicht. Ganze Familien verirrten sich wochenlang darin. Die Post brauchte Monate und viele fürchteten, solch ein Labyrinth würde Drachen anlocken. Schließlich wurden die Beschwerden so laut, dass der König nicht mehr weghören konnte. Es ist halt auch echt unpraktisch, das Labyrinth, ne? Frage mich, was der König gemacht hat. Vielleicht einen Teleport entwickelt? So hält man jeden davon ab zu klingeln. Also definitiv. Das wird ein wochenlanger Stream, hat er ja schon gesagt. Ganz schön schattig hier unten. Dass ich hier... Wir sind in der Burg. Hä? Ich glaube, da hinten sind wir losgelaufen. Hä? Es war doch ein Portal. Interessant. Und da wartet sogar der Schwan auf uns. Der König war so frustriert von seinen Untertanen, dass er nochmal von vorn anfangen wollte. Eines Morgens malte er ein Boot und machte sich auf die Suche nach dem perfekten Ort. Er wollte eines Tages zurückkehren und sein Werk beenden, aber das tat er natürlich nicht. Also ist er einfach abgehauen. Richtig feige abgehauen. Was ist das? Ah, das Symbol des Königs. Und den Luftballon. Vier von neun. Kann ich hier durchgucken? Oh. Da kamen wir her. Interessant. Super interessant. Ob ich in die Burg rein kann? Nur so für einen Freund. Nee. Geht nicht. Das erste Mal seit Wochen war Monroe froh. Er wurde noch fröhlicher, als ihn der Wind in Reichweite des Schwans blies. Er war tatsächlich so glücklich, dass er selbst seine Höhenangst vollkommen vergaß. Oh. Aber als der Schwan sich befreite und Monroe herunterfiel, erinnerte er sich sofort daran. Wäre diese jetzt? Geschichte kürzer, wäre das vielleicht Monroes Ende. Ist es nicht. Daher fingen Monroes Schwierigkeiten erst an.